Climbing Everest is 13 times. Makalu 2 times. Lhotse 1 times. Shishibongbong 2 times. Good morning, namaste. I born in Nepal, at Rollwaling, 4,100 meter elevation in Rollwaling. And my name is Singh Dorji Sherpa. Chakare sound or chef. Ah, chakare. Yeah, chakare. Amro liter, hai. Liter and second liter, and you pa chaar dhani se member. Spindo, chuale. Namaste. Namaste. Ich bin der Pfeffer Erwin, bin aus Österreich. So, haben wir ja genug. Jetzt gehen wir's an. 2016 Enjoying Exhibition. Ich heiße Matthias Felsenstein, bin 64 Jahre alt, von Beruf Arzt. Mein Name ist Georg Krakotner. Ich bin von Beruf Förster in Österreich. Ja. Also ich heiße Guido Schuler, ich wohne in Stuttgart, bin verheiratet, habe zwei Kinder, zwei Töchter, die schon erwachsen sind. Diese Dinger, das sind Dinge, die wir in Tigray sahen. Riecht gut. Like Apple Schorle. Ah, okay. Apple Schorle. Oh, Jesus. Da kommt nix. Willst du mal probieren? Vielleicht bin ich einfach zu blöd. Okay. Aha, jetzt. Ah, jetzt? Ich glaube, jetzt kommt es. Ah ja, genau. Okay. Jetzt. Und warum jetzt? Gesicht auch mal oder? Nee. Achso, du willst es gar nicht. Nö, ich hab den nicht. Die Zeit jetzt. Die Wand. Oh, das gut riecht. Echt? Ja, und dann aber hier auf den Finger gucken, hier so. Ja. Muss ich aber noch den, mal den Daumen so, dann hier innen. Okay. Also wie beim sehr fein. Okay. Das riecht sehr okay. Fein. Danke. Bitte. Hi. Okay. So, dann holt ihr einen zu? Ja, das ist sicher. Okay, very good for me.
gut. Der 8000er, der ist bei mir gewachsen. Ich bin heuer schon zum dritten Mal in Nepal. 2012 habe ich dann den Merabik bestiegen und da habe ich den Chuyu vom Gipfel aus gesehen und der hat mich nicht mehr losgelassen. Seitdem habe ich geplant, den Chuyu zu besteigen. Davor war es der Aconcagua in Südamerika, mein höchster Berg mit knapp 7000 Meter. Da ist mir eigentlich nur sehr gut gegangen. Jetzt habe ich mir gedacht, das war noch nicht ganz alles. Probieren noch mal ein bisschen was Höheres. Und da ist mir eben der Chuyu im Himalaya untergekommen. Und ja, der hat mir einfach, weil er nicht ganz so gefährlich war, irgendwie gefallen und habe mir gedacht, dann probiere ich. Der Vollständigkeit halber sozusagen musste ich mir den noch geben. Also bisher war von in allen anderen Tausender-Regionen war ich schon unterwegs und der 8000er hat halt noch gefehlt. War für mich einfach nochmal mit Anfang 50 nochmal so eine Herausforderung, was Höhenbergsteigen betrifft. Es war nicht von mir ein primärer Traum zu sagen, ich will jetzt mal auf den 8000er, sondern es stand im Raum und ich habe gedacht, ja, warum nicht? Es schaut wirklich steil aus, was ich glaubt habe. Die Spur dann weitergeht. Die geht dann um sie. Ja, das kann man nicht glauben. Hast du eine Spur da? Unten sieht man eine. Ganz neben unten. Den Fels oder Bach. Rechts davon, gell? Wo es da eine geht, rechts davon. Ja, genau. Rechts davon, ja. Aber dann. Ich weiß nicht, ob das da in der Mitte auf dem Rücken, ob das ein Lager ist. Ja? Oberhalb von dem. Hoch. So, this is a rice, from Japan, Alpen rice. It's best from the dinner, okay? And this is like, is one pack is $15. Open it like there. One person like this. We will open it. Now not ready. Not ready. Wait, no problem. Not ready. Okay. Oh, good. So. Ah, okay. Oh, fine. Fine, Sherry. So, this. And in the camps, we get some soup or soup, something. Yeah. Huh? After camp, you cook the soup. Yeah. This make the rice and you cook soup. Put the soup. Okay. Take the little bit. Look in the face of the choy, okay? Yes.
I told member we are joined the pray, but I say you pray your God, I pray my God, but we join, it's no problem. I tell the every my member, you know, member that I throw the member rice, but this is a he inside he thinking his God pro, it's no problem. Hola, komm. Das ist ein Luxusschuppen, was? Ich bin jetzt schwer begeistert. Thanks. Alles okay. Ah, this is Zucker. Zucker, yes. Zucker and Löffel. You want the tea or coffee? Tipi. Ich mache noch das Fenster auf, da, dass man da hast du gesehen, da ist eh ein geiler Berg. Ja. Finde ich voll geil. Was ich nicht bedacht habe, ist eigentlich die Länge, die wir hier verbringen. Mir war zwar klar, 44 Tage dauert die ganze Expedition, aber trotzdem, die Tage, die man im Basislager verbringt, ohne etwas zu tun, die haben mich etwas belenkt. Ich habe mir ein paar Mal gedacht, ne, gehst du halt rennen, wenn du Zeit hast, nebenbei. Aber das geht einfach nicht da, weil die Luft so dünn ist. Da ist allein nichts klug, eh schon eine Anstrengung. Und da denkt man nicht an was anderes. Und man sitzt wirklich sehr viel und man dumm auch irgendwo. Und ja, ist halt so. Und ich habe mich auch ganz gut mit dem abgefunden. Und im Nachhinein gesehen, taugt es mir eigentlich auch, dass es so war. Ein bisschen runterkommen einmal, ist ja auch nicht ganz schlecht.
spannender Innenschuh. Und ein paar Mal ausprobieren, wird auch nicht schaden, weil dann weiß man wegen das Handling. Ich hab den einmal im Geschäft angehabt. Recht fest ist es, glaube ich, leider nicht. Naja, gescheit massives drum. Ja. Okay. Das ist nicht jetzt relativ kurz. Ja, genau. Das können wir auch gleich mitnehmen, Matratze. Unterlagsmatten habe ich auch eingepackt. Ja. Das levert sich schon, ja. Nein, es kommt ganz schön viel zusammen. Mein Rucksack ist brittel eben voll. Naja, eben. Also, wenn man so das Grobe mitnimmt, außer jetzt noch ein paar Kleidungsstücke, ja. Das ist auch relativ schnell, ja. Das ist für 13 Kilo. Schwerlbach Reis in the country. We keep it in the mix. And which flour do you like? Okay. Das ist noch gleich. Das schmeckt auch gut, ich mag sowieso alles, mir ist wurscht. Alles gut, das ist Schokolade. Für mich auch oft gut. Ja. Richtig, was ist? Regen mitnehmen, oder? Einfach probieren, ne? Maybe we'll try it like this. Ja. Oh! Das ist gut. 3 days, you pack your. They are pack lunch, okay? Mm. You count. Maybe you need 1 to 3 or 4 or 5, yes. And you pack in your bag and eat. So, three legs. You have the market. Gut, das ist jetzt für 3 Tage, glaube ich, ne? Wenn das richtig verstanden habe. Ein Wasser haben wir ja. Okay. Das ist Middle Camp. Das ist Middle Camp? Middle Camp, ja. Oh, all. All, ja. Und das ist Chicken Sassis. Was ist das? Ja. Ach, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Was ist das? Das ist Chicken Meat, ne? Ah, ja, Chicken Sassis Meat. Ah, ja. Großwurst. Was? Ja. Hähnchen. Hähnchen. Nein, Chicken. Ah, Chicken, sagt er. Chicken. Chicken, ja. Chicken, ja. Von Weidel. Ja. Schütze. Ja, it's very bad. Ja. We have 20 days, no problem. Ja. We have a lot of clams. Okay. Ja. October 2-3 summit, no problem. Yes. Mountain is holy, but we want to ask information, you know. We are ask information. You know, like God also in the holy, and you invite, like you say invitation and you merit, and same this one. Okay, langsam, langsam. Ja, ciao. Thank you. Bitte. No. Okay. Bye. Thank you.
Danke. Also es ist hier schon Big Business am Berg. Da sind Leute da, Mädels teilweise auch, die mit Bergsteigen kommt man vor, gar nichts am Hut haben, nur weil das halt irgendwie was Besonderes ist oder gerade modern ist. Der ganze Dreck, der oben geblieben ist, Menschen, die eben, glaube ich, gar nichts im Berg zu suchen haben, sind hier mit Sauerstoff, mit Personal Sherpa. Ja. In den letzten 10 Jahren mit Sauerstoff 644, ohne Sauerstoff 764. Also die Diskrepanz wird kleiner und kleiner. Und jetzt mit den kommerziellen Expeditionen, also ich meine, da gehen bestimmt die meisten mit Sauerstoff. Also ich war auf dem Everest, auf dem Lhotse, auf dem Makalu und auf dem Manaslu war ich zweimal. Da war ich einmal mit Sauerstoff und einmal ohne Sauerstoff. Am Chuyu sind insgesamt 50 Menschen umgekommen, davon 11 an Höhenkrankheit, einer an Erschöpfung, 15 sind irgendwo runtergefallen, einer ist in eine Gletscherspalte gefallen, 9 von der Lawine, einer ist von einem Stein erschlagen worden. Das ist schon extrem. 25 cm. Ich glaube, du warst bei mir schon längst dabei. Ich meine, jetzt war gestern schon kein schöner Tag. Und da war der schönste Tag eigentlich eingezeichnet. Okay. Ja, schauen wir mal. Heute haben wir nichts. Was sollen sie machen? Sehr unwahrscheinlich. Man wird nicht viel bringen, weil morgen gesagt, heute ist der 23. und morgen sagt er auch nicht so schlecht, vom Wetter her. Aber Schnee halt. Okay. Zum Hochsteigen ins Camp 2 oder Mittelcamp war es ja vielleicht möglich. Ich meine, gut, noch ein wenig stapfen müsste man halt. Wind, 45 km/h am Gipfel. War auch akzeptabel. Und am 25. Robin? Am 25. ist es auch so wechselhaft. Ja. Wie heute, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber am meisten Schnee, 25 cm. Heute alles scheiße. Heute morgen nichts gut. Sam. Und Montag bissel gut. Montag lag ein. Oder hier aus den Schlitzen, genau. Joe! Ja. I like change the ticket. Change the ticket? I want to put in the 11. Mm-hmm. Ah, okay. Okay. Yeah, we need. Yeah. We don't go move up. Yeah. Only Monday, fast group. Okay. Monday. Monday. Heute haben wir Samstag. Heute haben wir Samstag. Heute morgen race. Super. Aber, ja, ich würde gleich gewusst, dass ich ausspielen nicht sollen. Ja. Der Karozina. Das heißt, das bringt mir eigentlich nichts mehr.
A group is going today, the Cameron, okay? And I need you and Martin, I need to give the declaration, okay? What times you want to move and you want to go make like join B group or you want to stay the C group, okay? Tomorrow, October 2 to October 6, I want to stay from Camp 2. Then after I want to close the all the October 6, okay? Uh-huh. Okay, do you, yeah. Can you, for me it's a difficulty. If you do there like October 5 summit, but weather is, I think, is good. Okay. 6 morning, then 7,000 meter, we don't keep it any camp. We want to bring down. Success, no success, we want to bring down, okay? Okay, okay. I think Matthias will don't climb up to the summit. Okay. Yes. Only to the camp. Yeah. Okay. One. Yeah. Okay. For me, it's a difficulty. I have to look to my physical constitution, my recreation. Yeah. Okay. I don't want to climb up alone. It's not so good. Okay. I don't like kill the people in the mountain. I want to do the safety my member, okay? I do the successful and everybody, every group is the team member, cooperation and happiness. We go together, laugh, drink, you know, we are stay very together and very safety, okay? Everybody do together now. Okay. You pray to your God, okay? Yeah. Pray your God. Oh, we love Mother Jerome Bajala Joseph. Joy, sinner. 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 October 3, 4 is good weather, okay? You forget not the hymn lamp. Yeah, now medical. And your medical camp. Yeah, okay. If you come the morning like this, don't go in the mountain. In light afternoon is good. Yeah. Wish you. Thank you. See you tomorrow. Huh? Good. Morgen. Alles Gute. Danke. Auf Gide. Morgen. Morgen, okay. Wünsche euch alles Gute. Ja, gut. Okay. Danke. Alles Gute. Danke. Gut Lauf. Viel Erfolg. Okay, see you in the morning. Alles morgen, gut. Okay? Du gehst auch. Jawohl. You have the radio? Ciao, mach es gut, you have the radio? Hallo, hallo. 6 o'clock, okay? 6 o'clock? Six. Evening 6, morgen 6:30, but morgen 6:40 I coming in the... Was? So, yes. 6 o'clock. 17:30. 17:30. 17:30. Ciao. 3, 6. See you, good luck.
Es geht nicht nur darum, auf irgendeinem Punkt zu stehen, weil er der höchste ist, sondern dieser Weg dahin, das heißt einfach auch ein Naturerlebnis zu haben, die Flora, die Fauna kennenzulernen, andere Leute, also Kulturen, Sitten kennenzulernen. Das hat mir aber wirklich gefehlt, dass man die einzelnen Strecken, die man zurückgelegt hat, nicht diese Strecke als solche auch sozusagen genossen hat, als Wert empfunden hat. Das hat mir gefehlt, sich mal gemeinsam hinzusetzen, gemeinsam diese grandiose Bergwelt einfach zu sehen, sich zu erzählen, wie man ja, jetzt diese Berge da erlebt oder diese Gletscher oder so. Alles nur Mittel zum Zweck, um am Ende an diesem höchsten Punkt Chōuyō zu stehen. Wir haben nicht als Gruppe das so erlebt, sondern, oder so empfinde ich es ja, sehr stark, jeder für sich und sein Ding und sehr zweckorientiert immer nur da oben. Thank you.